Herzlich willkommen zum vierten Punkt unserer zwölfteiligen Serie, die zwölf häufigsten Fehler von Finanzierung und Fördermittelanträgen. Heute geht es um den richtigen Zeitpunkt, und zwar deines Kaufs. Ein Tischler wollte ein Unternehmen gründen und brauchte dazu verschiedene Geräte und Maschinen und wollte zu 300.000 Euro alles finanzieren. Dann ging er auf die Messe und sah dort ein gebrauchtes Gerät. Das kostete statt 50.000 nur die Hälfte, ein Schnäppchen 25.000, und er zeichnete auf der Messe den Kaufvertrag. Das Problem war, dass der Fördermittelantrag noch gar nicht gestellt war. Also weder Finanzplan noch Businessplan war fertig, noch die Anträge, die Anhänge lagen beim Banker nicht vor. Der konnte das also noch gar nicht bearbeiten und zumindest erstmal seitens der Hausbank eine Zusage geben. Das Ergebnis ist, dass dieser Kauf, diese Maschine, die kostete zwar jetzt nicht mehr 50.000 Euro in der Planungsrechnung oder in der Investitionsplanung, sondern nur 25.000, aber sie war schon gekauft vor der eigentlichen Zusage, vor der Bankenzusage, vor dem Bewilligungsbescheid. Das hat zur Folge, dass diese Maschine nicht mehr in der gesamten Investitions- und Finanzierungsplanung aufgenommen werden kann. Das bedeutet also, die Fördermittel, die bewilligt werden, sind nicht mehr für die Gesamtfinanzierung vorhanden. Die können nicht mehr komplett abgebildet werden. Diese Maschine wurde zu früh gekauft. Was bedeutet das nun für den Tischler? Nun, wenn der Tischler beispielsweise 250.000, 300.000 finanzieren möchte und braucht dazu vielleicht 20% Eigenkapital und er hat diese 50.000, 60.000 schon vorhanden, hat jetzt aber diese Maschine für 25.000 Euro gekauft, so hat er sein Eigenkapital nahezu halbiert. Und diese Reduktion des Eigenkapitals durch die vorzeitig gekaufte Maschine, auch wenn sie günstiger war, kann letztendlich dazu führen, dass die Hausbank sagt, es fehlt uns an Eigenkapital und die gesamte Finanzierung kippt, mit dem Ergebnis, der Tischler sitzt zu Hause mit seiner gebrauchten, günstig gekauften Maschine, aber er kann nicht mehr die Gesamtfinanzierung bekommen für sein eigentliches Vorhaben. Deshalb achte also darauf, dass du keinen Kauf, keinen Mietvertrag, keinen Ratenkauf, keinen Vorvertrag unterschreibst, bevor nicht mindestens von der Hausbank die kleine Hausbankzusage da ist, und zwar schriftlich, niemals mündlich. Es soll sogar Banken geben, die mündlich dem Handwerker sagen, dem Unternehmer sagen, ja, die KfW und wir machen mit, aber letztendlich hat nichts Schriftliches vorgelegen. Manchmal gibt es solche bösartigen Absichten auch, wo dann tatsächlich ein eigenes Hausbankprodukt rübergereicht wird, natürlich zu teuren Konditionen, sprich höheren Zinsen, höheren Gebühren und vielleicht weniger Geld, dafür einen höheren Konkurrentkredit, wo du vielleicht 8, 9, 10% Zinsen pro Monat zahlen darfst. Wenn du dich davor schützen willst, die richtigen Ausgaben und Investitionen zum richtigen Zeitpunkt abzubilden, dann mache gerne Gebrauch jetzt von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos. Ansonsten geht es morgen weiter mit dem fünften Teil.